Wenn dieser Mann ihren Weg kreuzt, sollten sie Platz machen, denn den braucht Oliver Mackeldanz bei 2,12 Meter Körpergröße. Im Sommer kam der Berliner nach Vechta, hatte sich den Fuß gebrochen. Jetzt ist der 23-Jährige wieder voll dabei. Ist soweit eigentlich alles ganz ausgeheilt und kann mich nicht beschweren, fühle mich besser als davor sogar und ja, es läuft. Derzeit vor allem in Rasters Oberliga-Team. Dort machte der Center in 7 Spielen im Schnitt gut 22 Punkte. Okay, Oberliga, das ist nur 6. Liga, aber nach der langen Verletzungspause und komplett verpasster Vorbereitung ein erster Schritt nach oben, findet auch Pat Elsie. Olli macht seinen Weg. Ich bin mir sicher, dass er eine gute Bundesligaspieler sein wird für uns. Damit der Berliner Jung immer BBL-reifer wird, legt er Sonderschichten ein. Einzeltraining mit dem ehemaligen Center Patrick Elsie. Der dominierte in den 80ern die deutschen Bretter. Jetzt will er den Rohdiamanten schleifen. Ich bin echt überrascht, was er da so aus den Ärmeln holt. Also da kann man echt noch viel lernen von ihm. Ja. Zeit zu lernen hatten Mackeldanz und Co. in den letzten gut 10 Tagen. Weil die BEKO BBL zum All-Star-Day geladen hatte, konnte der Großteil des Rasterkaders nämlich trainieren, ohne Spielunterbrechung. Mit 2 Siegen im Rücken hätten einige aber auch liebend gerne gleich weitergespielt. Für mich war das auch ein bisschen zwiespältig, ob das dann unser Rhythmus bricht oder ob das gut ist für die Mannschaft, ein bisschen von den Verletzungsproblemen und so weiter zu erholen. Aber ich denke, dass die letzte der Fall ist. Diese Woche haben wir gut trainiert und ich hoffe, dass wir jetzt den Zwang für den letzten 2 Wochen jetzt in das Spiel gegen Ludwigsburg einbringen können. Samstagabend um 19.30 Uhr trifft Raster auf die MHP Riesen. Das Hinspiel Vechters erster Heimauftritt in der BEKO BBL ging auf das Konto der Ludwigsburger. 64-74 verlor Raster. Die Defense war okay, auch das Rebounding, mehr aber auch nicht. Ja, ich habe gestern das Spiel wieder angeguckt. Es hat mir nicht gut getan, aber ich wollte die Sachen, was wir da falsch gemacht hatten, nochmal ansehen. Und eigentlich war das nur so, es war ein Spiel von Nervosität aus von unserer Seite. Das war unser erster Heimspiel in der BBL. Eine Wurfquote von 32%, 3 von 22 von der 3-Punkte-Linie, 17 von 28 von der Freiwurflinie. Insgesamt sehr schwache Wurfquote und das hat uns den Knick gebrochen. Soll nicht wieder vorkommen, findet der Trainer. Ob Raster die Revanche gelingt, können alle Fans im Internet-Livestream verfolgen. Oliver Mackeldanz wäre derweil lieber mittendrin, statt nur dabei. Einsatzzeit ist aber nicht garantiert. Muss der Trainer entscheiden, da kann ich nicht viel zu sagen. Ne? Der wird sich schon so seine Gedanken machen, ganz sicher. Zeit dafür ist auch noch genug. Schließlich liegen zwischen Vechta und Ludwigsburg gut 560 Kilometer.